Hey Leute, der L hier, Teil 28 von Zero Toleranz. Und ihr seht es jetzt hier schon. Wir haben hier und dem gesamten Level. Ihr habt übrigens nichts verpasst, nur die Fahrstuhlfahrt. Ich habe ein bisschen aufmunitioniert und bin gleich hier mit dem Fahrstuhl runter. Und ihr seht hier nur eine einzige Tür. Das heißt, die Gegner können uns jederzeit überraschen. Ich kann mich eigentlich nicht gut verstecken. We'll see. Also gut, zwei Türen, mit der die direkt aus dem Fahrstuhl führt. Leute, meinetwegen können wir das so machen. Ich bleib hier stehen und ihr kommt alle eingescheißert. Ich habe gerade überhaupt kein Konzept, wie ich hier durcheiern soll. Gehen wir mal Uhrzeigersinn einfach. Weil die fressen echt jetzt ganz ordentlich mittlerweile. Und ihr seht das ja schon an den Watt-Texturen, das hat so einen, sagen wir mal, leichten Alien-Touch. Dass die das immer weiter verwandeln in ihre Brutstätten. Nichts Interessantes, okay. Ja, ich gehe jetzt wirklich komplett erstmal in den Uhrzeigersinn und gehe dann ein bisschen weiter in die Mitte. Ach, Drecksau. Verdammt. Das ist eigentlich auch eine relativ gute Begründung, warum es immer weniger Zeug gibt. Warum sollen die hier Waffen lagern? Die nutzen ja keine. Ja, ich bin ganz schön ruhig, ich weiß. Bin etwas angespannt, also an den Teil kann ich mir auch nicht mehr wirklich gut erinnern. Geht's nicht großartig weiter, okay. Wollte aber wissen, ob das eventuell vielleicht der Fahrstuhl sein könnte. Bäh. Erwischt. Ich
verzweifle langsam ein bisschen wegen der Extras. Beziehungsweise der nicht vorhandenen Mist. Was so weitergeht, dürfen wir bald boxen. Na komm, Nunu. Nichts. Heilung. Also scheinbar, ich weiß nicht, das zweite oder dritte Heilpaket jetzt schon, ist das wirklich so ausgelegt, dass man hier wahrscheinlich eher so ein bisschen haushalten sollte mit seiner Moon und vielleicht doch mal in Infight gehen sollte. Sollte. Ich krieg das nicht hin. Sieht jetzt düster aus, wenn es so weitergeht. Mitch! Gibt's ja nicht. Toll, und ich habe einmal Schrotflintenmunition gefunden. Super! Da liegt eine Menschenleiche. Ach, toll. Jetzt nicht so geil. Jetzt aber auch wirklich extra technisch so gar nichts mehr liegt, ne Leute? Also, das kann echt nur düster werden. Er ist halt auch ein Shooter der alten Schule. Klassisch. Doch etwas schwerer. Ach, hier war ich ja schon. Ja. Da war ich definitiv schon. Also wenn ich wirklich für jeden 3 Schuss verbrat... Das ist echt nicht gut. Dieses aber schaffen so schöne Geheimecken, wo so gar nichts drin ist. Ich könnte heulen, Leute. Nein. Thank you.
Ich sehe mich hier noch echt ohne Witz mit dem Kung-Fu-Meister da. Also ich nenne ihn jetzt einfach mal so rumeiern, weil ich keine Moon mehr habe und er hier mir stirbt. Ach, Leute. Alles, was ich an Moon gehortet habe, ist jetzt eigentlich schon wieder weg. Wenn so laufen täte jedes Mal, wäre es okay. Das war schon wieder nicht so doll. Nix. Okay, 6 theoretische tote Gegner mehr. Praktisch wären es vielleicht 2. Wenn ich Glück habe, 3. Na komm raus, du Eierkopf. So machen wir das hier nicht. Da ist der Levelausgang. Gut zu wissen. Ich muss aber trotzdem nochmal in den nördlichen Teil. Ach, wird das jetzt eine Rennerei, Leute. Schon falsch. Ja. Ich und Orientierung, ne? Passt einfach nicht zusammen. Alles klar. Merkt ihr, wie schön ich jetzt eigentlich um die Ecken komme? Liegt alles an dem neuen Pad. Es geht wirklich alles ein bisschen flotter. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Jetzt sind wir schon in dem Bereich, wo ich noch was klären muss, auf jeden Fall. Riesenraum. Nichts drin. Das ist doch schön, ne? Oh Mann. Nix. Aber auch gar nix. Oh Mann. Habe ich noch. Jetzt dürften hier noch irgendwelche Kasper kommen. Okay, das freut sogar. Was soll's, ne?
besser treffen du dadurch auch nicht. Nein. Und ich kann's nicht mal mitnehmen. Ach, ist das ärgerlich. Gut, auf dem Rückweg wird die Lampe aus sein. Dann geht's schon. Muss bloß dann denken, da liegt ein bisschen Munition. Gut getroffen. Sehr schön. Wäre Heilung. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich da schon drin war. Moment. Nein, war ich noch nicht. Ach, verdammt mich. Drei Schuss für einen Gegner ist zu viel. Muss der Rest versteckt sein. Jawohl. Toll. Wir kriegen genau noch diese eine Knarre da am Anfang dieses Wirrwarrs hier. Drei Schuss, zwei Schuss, irgendwas in dem Dreh. Wenig Schuss, sage ich mal, wie es ist. Ich würde am liebsten schon wieder runter in den Level, aber ich weiß auch, dass da eigentlich das sich nicht mehr lohnt. Hier habe ich doch den erschossen. Nee, oder Leute? Da ist er. Und er hat nicht mal was. Oh, das gibt's nicht. Naja, gut. Ab zum Levelausgang. Jetzt wäre mal wirklich so zwischendurch so ein Level wie bei Alien Trilogy auf der PlayStation oder Saturn geil gewesen, wo man zwischendurch ein bisschen aufrüsten kann. Aber nö. Ein kleines geheimes Waffenlager. 60 Sekunden Zeit, renn durch, schnapp dir was du kannst und find einen Ausgang. Hätte ich jetzt gerne. Sorry. Dämlich. Falls ihr euch wundert, wie bescheuert das aussieht, ich laufe nach der Minikarte unten. ja. Welcher war denn der Fahrstuhl? Ich hab's gerade vergessen. Ganz unten rechts. Kann das sein? Thank you.
Bin doch schon unterwegs, Madame. Jawohl. Doch nicht ganz orientierungslos, wie ich dachte. Jetzt ist schon alles sehr grün hier, ne? Und die Levels werden immer verschachtelter. Leute, aber den gucken wir uns im nächsten Teil an. Ich bin der L, ich bin raus. Macht's gut. Ciao.